Macchiato. Setz dich auf dein Hintern, nimm dir Zeit. Hallo zusammen, heute habe ich ein Primark-Haul für euch und ich werde euch auf jeden Fall mal ein Bild einblenden, wo mein Mann 6 Tüten trägt, weil ich die überhaupt gar nicht tragen konnte. Ich habe richtig, richtig viel Geld ausgegeben und ich möchte damit jetzt nicht angeben oder sowas, aber ich bin richtig, richtig stolz drauf, mal so viel Geld ausgegeben zu haben, nur in einem Shop sozusagen. Ich habe fast 600 Euro ausgegeben, nur beim Primark, und die Mädels an der Kasse, wo die mich schon da gesehen haben, wie ich da ankam mit so vielen Tüten, haben schon so einen Hals gekriegt und habe ich gedacht, oh Gott. Die haben mir jetzt Hausverbot erteilt für die nächsten 2 Jahre. Ich glaube, die spinnen, aber ich glaube, das war auch eher ein bisschen Spaß. Also ganz schön heftig, was ich eingekauft habe. Deswegen nehmt euch auf alle Fälle Zeit, Mädels. Ich meine es ernst, es ist echt viel. Und ich habe mir erstmal überlegt gehabt, soll ich hier irgendwie so 3 Teile draus schneiden, soll ich 2 Videos draus machen. Aber dann habe ich mir gedacht, ach, machst halt ein längeres Video und entweder haben die Mädels Lust drauf oder halt eben nicht. Und ja, wie gesagt, es ist ganz schön viel. Ich werde dazu auch nicht viel sagen wie sonst, mit was ich es tragen würde und so weiter, sondern ich zeige es euch, sage euch den Preis, wenn ich es noch weiß. Und dann geht es weiter und sage euch das nächste Teil, weil ansonsten wird es wirklich ein, oh Gott, ein ewig langes Video und das wollen wir uns alle natürlich nicht antun. Also, dann geht's los. So, ich fange mal mit meinem Schmuck an. Und zwar, ich entschuldige mich auch vorher schon, wenn es so ein bisschen noch raschelt. Also ich habe alle meine Sachen in den Tüten gelassen und nicht in die Schränke reingepackt oder so, um euch einfach wirklich jedes einzelne Teil zeigen zu können, weil ich es ansonsten wieder vergesse. Beim Primark gibt es so einen tollen Schmuck. Ich habe mir diese Kette hier gekauft. Die ist traumhaft schön, Mädels, angezogen. Das passt natürlich jetzt nicht, weil mein Oberteil hier mit so einem Kragen, so einem Vintage-Kragen ist. Aber ihr könnt euch das mal vorstellen, das sieht so aus. Es sieht so schön aus. Und diese Kette hat 5 Euro gekostet. Und ich finde auch den Preis unschlagbar für so eine Kette. Wunder, wunderschön. Dann habe ich mir diese Kette hier gekauft. Auch 5 Euro. Finde ich auch sehr, sehr schön. Gerade wenn man eine nudige Tasche hat mit nudigen Pumps oder sowas, ist die ideal. 5 Euro. Ich habe mir auch Armbänder geholt. Genau in diesem Ton. Die haben auch 5 Euro gekostet. Die habe ich allerdings nicht hier. Ich habe die nämlich in einer anderen Tasche reingemacht und die ist bei mir im Auto und ich gehe jetzt bestimmt nicht ins Auto und hole die Armbänder. Also, aber es gibt die dazu passend. Also die stehen praktisch beim Primark direkt unten drunter, wo die Ketten sind. 5 Euro. So. Dann habe ich mir... Dann habe ich mir diese Kette hier gekauft. Also die ist einmalig. Die ist wunderschön. Hier ist so ein beiger Band noch mit drin einarbeitet. Hier sind so Blinkersteinchen. Wunderschön. Wenn ihr einfach mal so eine weiße Bluse trägt oder so eine Jeansbluse und dazu diese Kette oder... Moment mal, so... Also ich finde die so, so schön. Einfach nur die Kette. Keine Ohrringe, kein gar nichts. Richtig schlicht angezogen und nur die Kette. Traum. Einfach nur Traum. Die hat, hier ist noch drauf, 10 Euro gekostet. Aber ich finde, es lohnt sich allemal. Die ist ein Must-Have. So, dann habe ich mir diese Kette hier gekauft. Die hat auch so einen bunten Band mit drin einarbeitet und hat hier nochmal so Strasssteinchen mit drin. Das fand ich auch ganz süß. Hier mit so einem weißen T-Shirt oder so und einfach mal die Kette hier drauf. Ideal. Die hat 5 Euro gekostet und war reduziert auf 2 Euro. Und da habe ich es mir echt nicht zweimal überlegt. Ich habe einfach mal zugeschnappt. So. Dann habe ich mir hier so Ohrringe gekauft und zwar haben die 1,50 Euro nur gekostet. Und das sind hier so Kreuze und mein Mann findet die immer so toll und
da hat er gesagt, komm, nimm die mit, 1,50 Euro, was gibt's da zu diskutieren? Und dann habe ich die einfach mitgenommen und ja, ich finde die auch, die sehen sehr, sehr schön aus. Wenn man so einen hohen Dutt hat oder so einen strengen Zopf, dann sieht es wirklich sehr, sehr schön aus. So, dann habe ich mir hier einen Ring geholt in so einem Lila und ich stehe, ja, ihr seht, ich stehe total auf so, ja, so große, auffällige Ringe und ja, der ist wunderschön und hat 3 Euro gekostet, also hier, 3 Euro, perfekt. Dann habe ich mir, okay, einen Gürtel geholt. Der hat 4 Euro oder so gekostet und der hat hier so Nieten, also hier ist so Silber und hier so goldene Nieten. Und der ist ideal, wenn man so ein Kleidchen trägt und das hier an der Taille hier, ne, so an der Taille trägt. Den gab es auch hier so rosa mit goldenen Nieten, war auch nicht schlecht, aber habe mich einfach für den entschieden und 2 muss ich nicht haben. So, dann habe ich mir hier noch eine Kette gekauft. Und zwar die hier, die finde ich auch sehr, sehr schön und die hat 5 Euro gekostet. Also die ist auch wunderschön, also das ist auch so mit die schönste, glaube ich, die ich mir gekauft habe. Richtig, richtig schön, hat auch sowas mit, ich weiß nicht, hat was von Indianer, oder? So Pocahontas-mäßig, finde ich richtig, richtig schön. Und ja, hat mir hier noch einen Ring gekauft und zwar, ich habe den nämlich auch noch in Schwarz. In so einem Rosa und fand den auch genial. Hat 1 Euro gekostet. Glaubt ihr mir das? Ich zeig euch das. Hier, 3 Euro und dann weggestrichen. Hier steht 1 Euro. Also musste ich einfach haben. Ja, das war's mit Schmuck. Ich habe mir hier noch diese Ohrringe gekauft. Das sind so Dreiecke in Gold. Fand ich auch sehr, sehr schön, so 60er Jahre. Und, ach ja, diesen Armband hier, so ein Gliederkettenarmband, fand ich auch sehr, sehr elegant und edel. Und ja, übrigens ist hier meine Primark-Liste. Hammer, oder? Also richtig krass. Jetzt zeige ich euch mal, wie viel ich bezahlt habe. 540 Euro. Und dann bin ich ja noch mal separat rein, weil mein Mann, ich habe meinen Kleinen ja dabei, mein Mann ist dann raus, ist mit meinem Kleinen Kaffee trinken gegangen und ich bin noch mal rein und habe mir den Schmuck noch mal gekauft. Also wie gesagt, ich kam so ungefähr auf 600 Euro. Also das ist schon viel, aber das ist auch nicht jeden Tag bei mir, wirklich Mädels. Also ich habe mir das schon für mich so gespart und ihr wisst ja, ich habe meinen kleinen Sohn und dann komme ich nicht immer dazu, so oft shoppen zu gehen und dann mache ich das halt alles auf einmal, hupsa. Und deswegen, ne, also ja, hat sich aber auf jeden Fall gelohnt, mein Einkauf. So, das war's jetzt mit Schmuck. Das legen wir mal beiseite. Ich werfe das hier alles rein. So, weiter geht's und zwar, so, dann habe ich mir hier diese Tasche hier gekauft. Richtig, richtig schön. Ich finde die so edel. Ich liebe Taschen, die nicht viel Schnickschnack haben und vor allem, wenn die groß sind. Ich finde das so elegant. Richtig, richtig schön. Sie ist ideal. Sie ist sehr stabil und robust, muss ich sagen. Groß, hier passt echt viel rein. Schaut mal. Und ach, gucke mal. Ich habe hier die Armbänder. Ich dachte, ich hätte sie in der anderen Tasche gehabt. Habt ihr aber ein Glück. Das sind diese beigen Armbänder zu dieser beigen Kette, die ich euch vorhin gezeigt hatte. Also auch 5 Euro oder sowas. Ja, perfekt. Seht ihr mal. Ich dachte, ich hätte sie in der anderen Tasche gehabt. Okay, also das ist die Tasche. Die hat 15 Euro gekostet, nur Mädels. Also unschlagbar. Und die sieht echt teurer aus, finde ich. Wunderschön, praktisch. Ihr bekommt einfach viel rein. Und
diese Farbe hat auch so einen leichten Rosé-Unterton, also so Rosenholz. Die gab es natürlich braunstichig, aber ich fand die einfach schön, weil die wirklich zu jedem Outfit passt. Also im Prinzip das, was ich hier gerade anhabe, so Mint, passt auch zu dieser Tasche ideal. Vielleicht mit nötigen High Heels oder Pumps oder einfach nur so schöne Sandaletten. Ideal, also ich finde die Tasche echt toll. Ich habe die gesehen und habe gesagt zu meinem Mann, hier, die muss ich mitnehmen. Die ist wunderschön. So, dann habe ich mir hier das hier gekauft. Das ist so ein Schminkköfferchen, Beutelchen, wie ihr das auch immer nennen mögt. Hat hier eine Schleife und ich glaube, ihr wisst es mittlerweile, ich liebe Schleifen. Ich habe auch eine Schleife tätowiert und ich liebe Schleifen. Deswegen musste die auch mit. Und hier habe ich dann natürlich immer, ja, hier Pinsel und... keine Ahnung, Spiegelchen, Lippenstifte. Also ideal, sehr, sehr praktisch für unterwegs. Hat 5 Euro gekostet. So, jetzt haben wir die Taschen. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir weiter zu den Schuhen. Da habe ich mir diese Pumps geholt, auch in so einem Nude-Ton. Finde ich richtig, richtig schön. Die sind auch echt mega hoch. Die sind bestimmt 8 cm. Und die sind aber richtig, richtig schön. Also ich habe hierfür, glaube ich, 25 Euro bezahlt. Und das ist wirklich völlig in Ordnung für so Pumps. Wenn ihr zu Buffalo geht oder so, zahlt ihr auch 100 Euro, ja. Und keine Ahnung. Also ich finde die echt cool. Und ich finde die auch, ehrlich gesagt, sehr bequem. Ich habe die schon angehabt. Ich bin damit echt lange gelaufen. Und die sind sehr gut zum Tragen. So, dann habe ich mir hier... Ballerinas geholt in so einem dunkelblau, so ein Marineblau, fand ich auch sehr, sehr elegant. Ja, wenn man so eine weiße Hose trägt, eine dunkelblaue Bluse, hier goldene Accessoires und so Ballerinas dazu, die haben hier so Schleifchen. Ich liebe Schleifchen. Ideal. Ihr seht richtig elegant aus. Ich weiß es nicht, ich finde das irgendwie sehr sexy. Das ist so ein bisschen mein Stil und ich fand die richtig schön und die haben... hier 8 Euro gekostet. Hier steht's. Also perfekt, musste ich unbedingt mitnehmen. Dann habe ich mir schwarze Ballerinas geholt. Und zwar hier wieder mit Schleifchen und hier ja, so Kissenoptik. Mein Mann sagt immer, was sagt er? So fürs Auto, so Lederoptik, er liebt sowas. Ach, ich weiß nicht, wie heißt das nochmal? Keine Ahnung, ich schreibe das mal hier hin, frag ihn mal. Der macht mich immer verrückt, wenn er sowas sieht. Dann sagt er immer, ja, so will ich meine Autositze. Sag ich, echt cool, ja, so sind meine Schuhe. Also ich babbel mal wieder, richtig tolle Schuhe. Haben auch hier 8 Euro gekostet. Also perfekt, richtig, richtig schön. Weiter geht's. So, dann habe ich mir hier so schwarze Ballerinas geholt, auch wieder hier mit Schleifchen und hier mit so Kissenoptik nennt man das, glaube ich. Auch finde ich richtig, richtig schön und hat mich auch hier 8 Euro gekostet. Also da kann man echt nicht meckern, Mädels. So, dann habe ich mir hier so Sandaletten geholt. Ich liebe so nudefarbene Schuhe einfach, weil ich finde, die ideal, die passen zu jedem Outfit einfach. Das passt einfach. Egal mit was man anhat, passt das, finde ich. Ich finde die richtig schön. Die sind auch wirklich sehr bequem und sehr, sehr hoch, aber ich liebe es. Und die haben 25 Euro gekostet. Moment. Nee. Sorry, die haben 20 Euro gekostet. Hier, seht ihr das? Genau. So. Dann habe ich mir hier solche geholt. Finde ich auch sehr, sehr praktisch. Hier zu einer Jeans oder so. Ein T-Shirt oder einfach mal für so lässige, chillige Tage. Finde ich die ideal. Ich stehe total auf so dunkelblau. Es gefällt mir sehr, sehr gut. Und die haben 9 Euro gekostet. Also ich war schon kurz davor, mir 3-4 Stück mitzunehmen. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, ach, du hast doch schon 20 Stück zu Hause. Brauchst nicht noch mehr. Und ja, also habe mir ein dunkelblau geholt. Hier 9 Euro. Perfekt. Also finde ich richtig cool. So, dann habe ich mir Sandaletten geholt. Ich liebe diese Sandaletten hier. In Royalblau mit Schwarz.
Und ich finde die auch sehr, sehr elegant. Momentan sowieso ein Must-Have. Hier mit so einem dünnen Lederbändchen. Also das ist natürlich kein echtes Leder, aber es hat so eine Wildlederoptik. Und hier auch hier mit diesem dünnen Band. Also finde ich sehr, sehr schön. Der Fuß ist schön frei zu sehen. Und vielleicht noch mit so einem royalblauen Nagellack auf den Fußzehen. Und das sieht einfach sehr sexy aus. Und hat mir sehr gut gefallen. Und die haben hier 15 Euro gekostet. So, dann habe ich mir so Stiefeletten geholt. Das ist so ein Grau und hier sind halt so Nieten drauf. Und ich habe so eine graue Lederjacke, die hat auch so Nieten. Und die haben einfach perfekt dazu gepasst. Ich weiß, wir haben Sommer und die werde ich jetzt nicht anziehen. Aber die haben 24 Euro gekostet und ich musste die einfach mitnehmen, weil der Winter naht bei uns hier in Deutschland sowieso wieder so schnell. Steht ja wieder vor der Tür, deswegen habe ich die mir mitgenommen. Die gab es auch in Schwarz, die hätte ich mir auch gerne in Schwarz mitgenommen. Aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr zwei Paar Schuhe habt, die identisch gleich aussehen, dann zieht ihr immer nur den einen an und den anderen nicht und ach, keine Ahnung. Ich habe mich für Grau entschieden und ja. So, das war's mit meinen Schuhen und weiter geht's mit meiner Kleidung.